Es muss ja unglaublich innovativ sein, wenn Caterpillar sagt, die brauchen wir. Ja, also sagen wir es so, wir haben die Systeme jetzt schon seit mehreren Jahren im Einsatz. Das ist ja die Heißluftverordnungsanlage, ist dritte Generation. Die erste Generation war, ich glaube, Mitte der 90er Jahre und die werden fortgehend weiterentwickelt. Wo geht die Reise jetzt in Ihrem Bereich hin? Wo sehen wir uns da in 10 Jahren? Also es wird auf jeden Fall so sein, dass wir uns weiter vernetzen müssen, dass die Datenauswertung immer wichtiger wird, dass die Kunden Trendings machen wollen, die Daten also weiterverarbeiten möchten und das ist, denke ich, der Trend, der in den nächsten Jahren kommen wird. Danke.